Hallo Freunde, ich freue mich, euch zu einer neuen Folge von Deus Ex begrüßen zu dürfen. Wir sind hier auf diesem Helikopterlandeplatz gefangen und müssen quasi freikommen. Unser Ziel ist, deaktivieren Sie die Verriegelung der Waffensysteme an Schocks Helikopter. Das Kontrollfeld befindet sich auf Flugdeck 1. Genau. Und da schauen wir uns um. Wir haben auch schon zwei Schlüssel, waren es glaube ich, gefunden für hier drin. Ist da irgendwie was? Okay. Geht's jetzt hier hin? Oh. Ja. Okay. Nein, da wollen wir nicht wirklich hin. Ganz ehrlich, da wollen wir nicht wirklich hin. Das heißt, hier geht es nicht weiter. Und wo kam er eigentlich? Genau, das war das hier. Da ging es hier noch wieder raus. Ich muss mich jetzt erstmal wieder hier irgendwie zurechtfinden. Da kam man, glaube ich, zurück, wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau. Auf dem Dach war man noch nicht. Wo waren wir sonst noch nicht? Okay, wo geht's jetzt hier her? Kommen wir da zu dem anderen Mech oder kommen wir da? Ne, da kommen wir irgendwo anders hin, glaube ich. Ich glaube, hier waren wir tatsächlich noch nicht. Careful down there. That fueling equipment was installed by the lowest bidder. One time I had to fly a couple of gas technicians to the emergency room. Okay, danke für den Tipp. Dangerous. Hazard gas. Evacuate Personal. Wenn wir das machen, ist dann das Personal draußen. Wir können uns hier in Ruhe umschauen. Ah. Das wäre mal eine interessante Idee. Weiß nicht, ob es klappt. Wir probieren es einfach mal aus. Oh, wow, wow. Okay. Vielleicht sollte ich mich vorher noch umschauen, bevor ich das mache. Lieber da rauskommen. Also, wenn wir hier lang gehen. Wie kommen wir denn hier am geschicktesten raus? Ah, ja. Hier sind wir also jetzt wieder bei dem beim Helikopter. Okay. Dann könnten wir vielleicht einen Schutzanzug ansehen und dann einfach mal nach hier oben gehen. Und wenn wir Glück haben, ist vielleicht das ganze Personal evakuiert. Hat da oben jemand gesehen? Ah ja, und dann sind wir wieder hier. Oh. Ich meine, wir haben ja Schutzanzug aktiviert. Dann probieren wir es mal aus, ob das vielleicht funktioniert, dass wir dann da... Durchführungspunkte erhalten. Okay. Okay. Jetzt bin ich jetzt mal gespannt. Also es hat auf jeden Fall Punkte gegeben. Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Ist jetzt das Personal evakuiert?
schau mal, ob die immer noch da sitzen. Ach, guck mal. Oh, sind die jetzt tot? Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich jetzt weniger Probleme hier. Oh. dem juckt es überhaupt nicht, ob da irgendwas ist hier. If it's really Denton, one of us is going to get a promotion. Trumpf. Den interessiert es gar nicht, dass da ein Giftgas ist und ja. If it's really Denton, one of us is going to get a promotion. So, jetzt aber. Messer. Okay. Dann lasst uns mal schauen, gibt's da irgendwas Schönes drin? Also, sie sind nicht alle evakuiert worden. Keine neuen E-Mails, sonst auch nichts. Ja, gut. Da war nur das hier. Da oben haben wir ja schon geschaut. Oh, den British Chip habe ich vergessen. Und da war ja nicht wirklich was Interessantes drin. Alles klar. Okay. Ah. Das Gas ist zu Ende. Und ja, tut mir echt leid. Nicht unbedingt die feine Art, aber was soll's. MJ-12 Personal in Hongkong. Hongkong ist ein einzigartiges Operationsgebiet für MJ-12. Alle Mitglieder sollen sich den Herausforderungen der täglichen Arbeit stellen. Derzeit sind die Verbindungen zwischen MJ-12 und den örtlichen Behörden noch schwach. MJ-12 arbeitet an einer Lösung dieses Problems. Daher ist im Moment nicht davon auszugehen, dass die Polizei und die Sicherheitskräfte die besondere Aufgabenstellung von MJ-12 verstehen. Aus diesem Grund müssen alle Agenten, Einsatz- und Sicherheitskräfte in der derzeitigen Situation absolute Geheimhaltung wahren. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Handbuch. Ein wichtiges Mittel der Polizeiarbeit ist der Einsatz von akustischen Schusssensoren. Diese preiswerten, aber effektiven Sensoren arbeiten mit DSP-Schaltsystemen, die die Sicherheitskräfte bei lauten, das heißt nicht schallgedämpften Schüssen alarmieren. Dies ermöglicht der Polizei ein rasches und effizientes Eingreifen in Gefahrensituationen. Obwohl die Sensoren deaktiviert werden können, rät das Hauptquartier von dieser Vorgehensweise ab. Wägen Sie stattdessen Ihre Aktivitäten sorgfältig ab, um ein Eingreifen lokaler Sicherheitskräfte zu vermeiden. Alles klar. Okay, das war das hier. Sind wir da eigentlich auch schon hochgegangen? Ich weiß es. Ja, da sind wir hochgegangen. Da hatten wir ja genau diese Tür hier. Das hier. Ist die andere. Können wir die jetzt aufschließen? Ja, das ist eine der Türen, die wir aufschließen können. Sehr gut. 75 Fähigkeitspunkte erhalten. Jawohl. Speichern. Wahrscheinlich müssen wir ja in diesem Sicherheitsterminal das machen. Was wir da machen sollten. Kamera aus, Kamera aus. Tür geschlossen. Offen. Entriegelt. Aber das haben wir doch auch schon alles gemacht. Offen. Entriegelt. Oh. Aber hieß es nicht hier in den Kontrollzentren, Flugdeck 1? Das Kontrolldeck? Ach, das sind der Schalter. Ah. Okay, muss mal drüben schauen, ob wir da auch Schalter haben. Primärziel erreicht, okay. Hat man da auch Schalter da drüben eigentlich? Ja, okay. Alles klar. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr aufs Dach rauch, oder? Oh.
Ja, toll. Toll. Was war das jetzt? Kommen wir hin, wenn wir da runter gehen? Ja, ich könnte eine EMP-Granate reinwerfen. Aber jetzt schauen wir erstmal ab. Schauen wir uns nochmal genauer um. Jetzt sind wir hier wieder. Hä? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich hin genau muss. Also ich habe mich jetzt total verfranst, aber wir waren doch anders, wir waren hier vorhin schon, aber wir sind doch anders dahin gekommen. Lass uns nochmal ganz kurz laden gehen. Dann gehen wir nochmal hoch, ich habe anscheinend noch nicht drauf gedrückt gehabt. Alles klar, wir müssen jetzt also zum Ausgang. Und da haben wir nur das Problem, dass wir dann jetzt auf einmal... ...zwei Gegner haben. An denen wir einfach vorbeirennen können. Auch nicht schlecht. Boah. Ist vielleicht keine so gute Idee, da durchzulaufen. Ah, verflucht. Ja, so viel dazu. Ah. Aber es funktioniert besser, als ich dachte. Ja, okay. Okay. Alles klar. So, können wir uns jetzt hier an der vorbeischleichen? Können wir nicht. Dann probieren wir es vielleicht tatsächlich aus, ob wir nicht... ...den einen vielleicht außer Kraft setzen. So, ich bin jetzt hier richtig, oder? Ne, ich glaube, ich bin hier falsch. Oder bin ich doch richtig? Nee, ich bin hier komplett falsch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Zu diesen Dingern da hinzugehen. Hallo, jetzt. Da sich zurechtzufinden ist doch ein bisschen... ...heftig. Mal, hier sind wir jetzt. Da ging es doch aber auch. Ja, genau. So, lasst uns mal probieren. Ist der schon komplett? Ha! Perfekt. Und vor dem anderen kommen wir ja ohne Probleme
Der andere sollte gar keine Probleme machen, weil der zu weit weg ist. Ja, toll. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Na gut. Viel abgekriegt haben wir ja nicht. Alles klar. Dann lass uns mal probieren, ob er jetzt tatsächlich hier... So, der ist deaktiviert. Und wir rennen jetzt einfach mal hier durch. So. 175 Fähigkeitspunkte erhalten. Ach, zart. Aber wir haben es geschafft. Wang Chai Markt, Hong Kong. Okay, you need to find Tracer Tong. He used to drop Paul off in a small compound east of the market. You could start there. Don't lose any time. Your kill switch is 12 hours old. If you die, our plans will fail. Locate Tracer Tong. Okay, Tracer Tong soll man finden. So. Suchen Sie auf dem Grundstück östlich des Wang Chai Marktes nach Hinweisen auf den Aufenthaltsort von Tracer Tong. Finden Sie Tracer Tong, er lebt irgendwo in Hongkong. Alles klar. Gesundheit werden wir... Oh, guckt euch das mal an. Das hat reingefetzt hier. Von unserem Kopf eigentlich nicht viel übrig. Ach du Schande. Okay. Alles klar, dann müssen wir uns einfach mal hier umschauen, hätte ich gesagt. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder ein richtig großes Gebiet zu erkunden. Okay. Da kam er raus. Polizei. Wollen wir da mal reingehen? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir probieren es trotzdem mal aus. Ja, das war klar. Dum. Ob sich das jetzt gelohnt hat? Hier haben wir einen Code, den können wir nicht knacken. Das geht wahrscheinlich da runter. Ein Tech-Feldstecher? Seit den Kämpfen im Kanal-Tunnel gab es im Versteck der Alimios Pass keine besonderen Vorkommnisse. Man ist vorsichtig. Gegen 19.38 Uhr gab es jedoch eine Explosion und ich hörte ein Geräusch eines Helikopters, der von Ost nach West flog. Als ich versuchte, den Helikopter zu identifizieren, konnte ich am nächtlichen Himmel lediglich einen schwarzen Umriss erkennen. Der Helikopter schien das Licht vollständig zu absorbieren. Ab 20.10 Uhr empfing ich mehrere Berichte über ein Weilo, der sich angeblich auf dem Markt aufhielt. Möglicherweise handelt es sich um den Mann, der den älteren Bruder kürzlich Ärzteprobleme bereitet hat. Er stellte viele Fragen. Unerwünschte Fragen. Okay. Hacken wir mal hier rein. Was haben wir denn da alles Schönes? Wir machen die Kameras aus. Ich mag keine Kameras. Und hier machen wir auch eine... Was ist denn das? Ich sehe hier nichts. Hier muss irgendwo eine Tür sein, die jetzt auch offen ist. Das ist ja interessant.
Gasgranate. Gasgranate, was ist da? Hauptquartier der Polizei, Haku, an Distrikt Wangchai, Posten 11384, Officer Tam. Ihre letzten Berichte über den Konflikt zwischen den Red Arrow und den Lumios Pass sind sehr beunruhigend. Wir werden baldmöglichst die verantwortlichen Drachenköpfe verhören. Sollte es jedoch zu weiteren Zwischenfällen kommen, sind sie befugt, mit Waffengewalt gegen die Konfliktparteien vorzugehen. Okay, und hier geht's auch nochmal wohin? Okay, also da kommen wir rein und raus. Und wo geht's jetzt hier hin? Hier geht's nirgends hin. Halt mal. Achso, da geht's nur nach oben. Aufs Dach. Und mit einem, den man mit dem mal reden können? Das ist ja. Das ist ja interessant, dass wir mit dem reden können. Obwohl wir. Von hier gekommen sind. Ah ja, gut. So. Was ist denn jetzt offen und was ist jetzt geschlossen hier? Das da ist offen. So, was haben wir denn da alles Schönes? Wir haben ein Schwert. Dietrich, ein Schlagstock. Das ist wahrscheinlich genau dasselbe Schwert, was wir da haben. Nehme ich jedenfalls mal an. Genau. Oh, guck mal. Da geht's auch irgendwo hin. Das ist ja echt interessant hier. Aber ich würde sagen, da gehen wir jetzt noch nicht rein. Das probieren wir beim nächsten Mal aus, wo es da lang geht. Und dann schauen wir uns mal auf den Markt wahrscheinlich um. Da werden wir doch das ein oder andere Schöne noch finden. Denke ich mal. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge von Deus Ex. Bis dann. Tschüss.